heute etwas andere Folge. Und zwar habe ich mir überlegt, wir machen einen kleinen Tuning-Talk, weil der Jimmy, PP Performance, ist nämlich zu Besuch aus Abu Dhabi hier. Übertrieben gesagt. Nein, ja. Du kommst eigentlich aus Deutschland? Genau, eigentlich aus Polen. Bist dann aber nach Abu Dhabi gegangen. Nach Mauerfall nach Deutschland. bist dann aber irgendwann, falsche, fang ganz anders an. PP Performance wird ja wahrscheinlich jeder schon mal gehört haben. Wir rollen das trotzdem mal von null auf und du erzählst einfach mal kurz, was ist PP Performance, ja. Wann hast du damit angefangen, ja. Wie ist das entstanden, okay. Und so weiter. Jetzt anfangen? Ja. Also, wie soll man anfangen? Die Kurzfassung. Die Kurzfassung? Im Jahr 2000 habe ich eine Lehre angefangen. Soll ich in die Kamera gucken? Ist besser, oder? Wie du magst. Zu dir ist besser. Geht beides. Fühle ich mich wohler. Ja, alles gut. Ey, im Jahr 2000 habe ich angefangen. Kfz-Ler aus. Verrückter Typ. Im Jahr 2000 habe ich Kfz-Lehre gemacht in einer Tuning-Firma. War dann in der Firma bis 2008. Und habe dann gesagt, okay, jetzt wird es Zeit, dich selbstständig zu machen. Das war der beste Weg, was ich wählen konnte. Hab dann 2008 bis 2010 war ich dann in Deutschland, habe dann eine Einzelfirma gehabt und bin dann 2010 nach Abu Dhabi. War dort 5 Jahre, habe mir dort was aufgebaut in Abu Dhabi und war über Abu Dhabi sind wir dann natürlich so bekannt geworden, über das Fernsehen, über Grip, ja. Und Deutschland lief immer weiter und jetzt bin ich eigentlich wieder zurück in Deutschland, bin mehr in Deutschland wie in Abu Dhabi, weil wir 2 kleine Kinder haben und in der Wüste mit Kindern ist halt so eine Sache. Ja. So du kannst halt die Hälfte vom Jahr kannst du draußen nicht spazieren, weil es zu heiß ist. Und deswegen Deutschland ist Deutschland, zu Hause ist zu Hause. Ja, Polen ist mit Sicherheit jetzt auch gut. Ja. Und, aber wie kam das, dass du 2010 gesagt hast, ich gehe jetzt nach Abu Dhabi? Ich habe den Salah 2006 kennengelernt in Abu Dhabi. Da hat mich damals die alte Firma hingeschickt zu BMW, um Autos zu machen. Und da habe ich dann praktisch im Salah sein Auto gemacht. Der hat damals einen Alpina B3 gehabt. Und habe dort dann sein Auto gemacht und seit da sind wir irgendwie immer in Kontakt geblieben, immer telefoniert, Freunde geblieben und okay, also, so hat sich das aufgebaut. Also du bist nicht komplett alleine in das Land gekommen, sondern hattest schon jemand, der sich vor Ort auskannte. Genau, ein Local, weil alleine in so ein fremdes Land ist halt so eine Sache, das ist halt schwierig. Und wenn du da halt niemanden kennst, ist es schwierig, da was aufzubauen. Und wie hat das Ganze dann 2010 in Abu Dhabi angefangen? Gleich war eine riesen Werkstatt und so weiter oder nee, wie hat das so angefangen? Wir haben am Anfang, also 2010 war das noch so, dass wir viel bei BMW getunt haben dann, ja. Dann haben wir gesehen, dass es immer mehr geworden ist. Dann habe ich, das ist ja das, was alle viele denken, naja, der Jimmy, der hat Scheich kennengelernt, der hat ja alles bezahlt, alles investiert. Nee, mir war immer wichtig, die Firma soll selber wachsen, soll sich selber aufbauen. Das heißt, ich habe 15.000 Euro in die Hand genommen, der Salah hat 15.000 Euro in die Hand genommen, wir haben uns eine kleine Halle gemietet. Die Halle, die wo in der ersten Grip-Folge war, ja. Dann haben wir uns sogar bei Maha, von Maha auf Pump damals, ja, weil wir nichts investieren wollten, 3 Hebebühnen gekauft, einen Prüfstand, ja, zum Abbezahlen jeden Monat. Das lief dann aber so gut, dass wir das innerhalb von 4 Monaten alles zurückbezahlt haben, ja. Und so hat sich das entwickelt und auch jetzt mit der Zeit dann halt, wir waren 4 Jahre in einem kleinen Gebäude oder in der kleinen Halle und haben jetzt eine riesen Halle mit 28 Hebebühnen. 28 Hebebühnen? Ja. Also das heißt, gibt es in Deutschland überhaupt ein Autohaus, was 28 Hebel hat? Dann muss halt schon ein ganz großes Audi-Zentrum oder so. Ja, eine Großstadt mit Sicherheit. Ja, aber ich sag mal so, unsere Halle ist wahrscheinlich größer wie Audi in Abu Dhabi. Ja. ja. Krass. Also würdest du heute sagen, es war auf jeden Fall der richtige Schritt nach Abu Dhabi zu gehen? Ja, aber nicht nur wegen Business, sondern allgemein wegen der Weltkultur oder wegen der Welt allgemein. Du kriegst halt ganz andere Leute mit, du lernst andere Sachen kennen. Du siehst halt die Welt ganz anders, wie wenn du wirklich nur in Deutschland bist. Wenn du die Szene, ich sag jetzt mal Abu Dhabi mit Deutschland vergleichst, wo sind die gravierendsten Unterschiede, außer das Wetter? TÜV. Okay, das TÜV. Da wird sich sofort jeder was drunter vorstellen können. Das heißt, bei euch kann man machen, was man will. Bis jetzt ja. Wer weiß, wie es wird. Aber wird auch schlimmer? Nee, also ich kann mich nur erinnern, also die haben zwar auch Abgastests, die haben gute 5-Gas-Tester von Maha auch, aber ich glaube, die sind alle auf Euro 3 eingestellt, weil wenn da hingehst mit einem Auto ohne Cut, die stecken das hinten rein und das zeigt grün an, ja. Und um nochmal auf PP-Performance zu kommen, macht ihr eigentlich fast alle Marken? Europäische Fahrzeuge, also wir machen keine Japaner, sondern nur wirklich europäische, hauptsächlich deutsche Autos. Weil ich sage, Made in Germany ist halt Made in Germany. Ja. Und womit habt ihr angefangen? Was war euer Streckenpferd zu Anfangs? BMW. Ja. Okay. Ja, cool. BMW und dann sind wir halt
sehr schnell in den Sportwagensegment rüber, also Porsche, Ferrari. Und ihr macht sowohl Chiptuning, Abstimmung viel, als auch Hardware? Ja, also Software, sag ich mal, ist unser Kerngeschäft. Klar, mechanisch bauen wir die Motoren auch um, wenn der Kunde mehr will. Optisch machen wir ganz, ganz wenig, nur auf Kundenwunsch, wenn er fällen will oder irgendwas, machen wir auch. Ja. Aber wirklich Kerngeschäft ist die reine Software. Was ist in Abu Dhabi mehr gefragt? Eher die Optik-Sache oder die Leistungssache? Leistung. Nur kann Leistung. Jeder ein bisschen so undercover fahren, lieber Serienauto aussehen, aber dafür zweimal so viel PS drin. Ja. Ist das in Abu Dhabi wirklich so krass, wie man öfter gehört hat mit den Kennzeichen? Dass das Kennzeichen da extrem einen krassen Stellenwert haben kann? Ja, Stellenwert oder einer, der Geld hat. Ja. Ja. Also ein Freund von mir, der hat sich die 5 und die 7 gekauft. Ja. Der hat, glaube ich, gezahlt 26 Millionen US-Dollar. Okay. Ja. Und jetzt, ich habe das mal gepostet in Facebook und dann hat einer drunter kommentiert, ja, wenn die so viel Geld haben, warum tun die dann nicht für die armen Menschen was oder spenden was für die armen Länder? Aber nur damit ihr es wisst, das Geld wird dafür benutzt. Das Geld wird eigentlich nur gespendet für die armen Leute. Ja, cool. Also auf jeden Fall crazy, krasse Sache, ne? Ja. So. Also komplett anders wie Deutschland eigentlich. Und das bei der Nummer 5 und 7, ne? Dann will man gar nicht wissen, was da drunter noch so passiert, ne? Und es geht aber mit den Handynummern genauso. Ja. Also du kannst dann eine Handynummer 050 und dann 666666, ja. Dann zahlst du auch wahrscheinlich 5 Millionen Euro, ja. Ja, das gibt's ja in Deutschland auch so ein bisschen. Da gab's früher auch immer so, dass man Handynummern kaufen konnte, diese VIP-Nummer, ne? Ja. Ja, ich persönlich wollte eigentlich seit, ich glaube, mittlerweile 2 Jahren dich mal besuchen kommen in Abu Dhabi. Mich würde das brennend mal interessieren, was da einfach gerade so auch viertelmeilemäßig so abgeht, ne? Ja, da ist jeden Donnerstag eigentlich was los. Sag mal, jetzt ist die beste Zeit, jetzt wird es kälter, jetzt fängt die Saison an. Kälter heißt? 24, 25 Grad. Nachts? Tagsüber? 30. Okay, und im Sommer? Sommer, also das Höchste, was ich gesehen habe, ich weiß noch ganz genau, das war 2009, hatte ich einen TTRS da. Ja. Das Ding hat mir angezeigt, 57 Grad. Ja. Und ich schwör's dir, du bist da in das Auto rein, das stand draußen, da bist du da rein, da hast du gemerkt, wie sich die Haut und alles zusammenzieht, weil das so gebrannt hat. Also das war, aber... Nein. Gewöhnt man sich daran? Nee, weil du eigentlich nicht draußen bist. Also du gehst vom klimatisierten Raum in klimatisierten Raum. Die Luftfeuchtigkeit ist 90-95%, das ist furchtbar. Krass. Okay, aber es ist auch schon so bei euch in Abu Dhabi so, dass die Leute auch auf so krasse Umbauten stehen. Also das ist nicht nur ein bisschen Software, sondern die wollen auch richtig also 1000 PS und Gibi. Es gibt sehr, sehr viele, die natürlich das Maximum haben wollen. Und da ist halt alles offen. Ne? Wie gesagt, Katalysatoren kommen raus, alles. Das kannst du halt hier in Deutschland nicht machen. Was ist das beliebteste Tuning-Auto in Abu Dhabi? AMG. Mercedes-AMG. Ja, hätte ich jetzt auch so... Mercedes-AMG und dann kommt BMW M. Mhm. RS-Modelle, Audi gibt es fast gar keine, weil ich glaube nicht mal, dass es so wichtig ist für die, welches Auto es ist, sondern die Kundenberatung ist da wichtig. Ja? Wenn die da reingehen und die fühlen sich unwohl, auch wenn denen das Auto gefällt, die kaufen das nicht. Ja. Weil die wollen gut beraten werden, die wollen zufrieden sein mit allem. Also da geht's mehr als nur um das Auto, sondern einfach um die ganze, genau. Das ganze Paket. Und das kann halt BMW und Mercedes am besten dort. Ja, cool. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Bist immer willkommen und wir kommen dich auf jeden Fall mal besuchen. Na dann bis bald. Und dann gucken wir mal, ob ich die 57 Grad im Sommer aushalte. Und dann gucken wir, ob er endlich mal seine 7 Sekunden in der vierten Meile hat. In 3 Jahren vielleicht. Ciao. Ciao.